Hallo alle zusammen. Heute werden Sie erfahren, wie man Windows 11 wie macOS aussehen lässt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Erscheinungsbild von Windows 11 mit Hilfe von Themen und einer Reihe von Tools zur Anpassung des Systems vollständig verändern können. Windows-Benutzer haben ihr Betriebssystem schon immer gerne angepasst und das Aussehen der Standardbenutzeroberfläche verändert. Die beliebtesten davon sind Design-Themen, die Windows sofort in Linux, macOS oder ein anderes Betriebssystem verwandeln. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit ein paar Dienstprogrammen und einer Reihe von Themen das Aussehen von Windows 11 so verändern können, dass es wie macOS aussieht. Alle verwendeten Materialien sind kostenlos und öffentlich zugänglich. Link finden Sie in der Beschreibung unterhalb des Videos. Bevor Sie also mit der Einrichtung beginnen, müssen Sie einen Wiederherstellungspunkt erstellen, damit Sie im Falle einer fehlerhaften Einrichtung oder wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, den ursprünglichen Zustand wiederherstellen können. Öffnen Sie dazu Einstellungen über System, Systemschutz. Markieren Sie das Systemlaufwerk und klicken Sie auf Konfigurieren. Aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster den Systemschutz und weisen Sie dem Wiederherstellungspunkt Speicherplatz zu. Übernehmen. OK. Klicken Sie dann im vorherigen Fenster auf Erstellen. Geben Sie einen Namen an. Erstellen. Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Der Wiederherstellungspunkt wurde erstellt. Nachdem Sie die Desktop-Symbole ausgeblendet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ansicht. Deaktivieren Sie das Kontrollkettchen Desktop-Symbole anzeigen. Als nächstes müssen Sie Secure UX-Theme herunterladen. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. Secure UX-Theme ist eine Software, die die Stil-Signatursprüfung von Windows entfernt. Laden Sie diese Datei herunter, thematools.exe. Navigieren Sie zu Ihrem Speicherort und kopieren Sie die Programmdatei in das Stammverzeichnis Ihres Systemlaufwerks. Führen Sie es dann als Administrator aus und stimmen Sie der Lizenz zu Ja. Überprüfen Sie im Installationsfenster die folgenden Punkte Hook System Setting, Hook Logon U und klicken Sie auf Installieren und dann Ja, um neu zu starten. Als nächstes laden Sie macOS Themen für Windows herunter, indem Sie diesem Link folgen. Die Themen sind auf dem DeviantArt Website zu finden und Sie müssen sich registrieren, um sie herunterzuladen. Gehen Sie zum Download-Ordner und entpacken Sie die Dateien aus dem Archiv. Rechtsklick auf das Archiv, erweiterte Optionen anzeigen, 7-Zip hier extrahieren. Öffnen Sie ein neues Fenster für das Systemlaufwerk und folgen Sie diesem Pfad. Kopieren Sie dann die heruntergeladenen Themen in diesen Ordner. Wechseln Sie dann zu Laufwerk C und führen Sie Thementool als Administrator aus. Danach ist es notwendig, die gerade hinzugefügten Themen zu patchen. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie sich aus und klicken Sie auf Patch. Versuchen Sie anschließend einer der Themen auszuwenden, zum Beispiel Lite 3 oder Bib 3D.
Wie Sie sehen, sind die Fensterflächen nach der Anwendung dieser wie unter macOS. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programm von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Fahren Sie mit der Konfiguration fort, indem Sie die folgende ZIP-Datei über den angegebenen Link herunterladen. Diese ZIP-Datei enthält eine Sammlung von Hilfsprogrammen und grafischen Komponenten für die weitere Konfiguration. Es ist für die Bequemlichkeit gemacht, um nicht separat danach suchen zu müssen. Falls öffentlich, hinterlasse ich in der Beschreibung unter dem Video direkte Links zu Ressourcen. Entpacken Sie den Inhalt des Archivs in denselben Ordner. Installieren Sie zunächst die macOS-Symbole, indem Sie den ersten Ordner öffnen und als Administrator die Datei 7stpgu ausführen. Zuerst installieren Sie die Icons für das helle Thema. Klicken Sie hier Add a Custom Pack und geben Sie den Pfad zu dieser Datei an Öffnen. Gehen Sie dann zu Start Patching und klicken Sie auf Ja. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist und stimmen Sie einen neuen Start zu. Sobald das System hochgefahren ist, erscheint ein Pop-up-Fenster, das Sie darüber informiert, dass das System gepatcht ist. Klicken Sie auf OK. Öffnen Sie den Explorer. Und sehen Sie, dass sich alle Symbole geändert haben. Als nächstes laden Sie das Dienstprogramm StartLBack herunter. Dieses Programm bringt das klassische Startmenü von Windows 11 im Stil von Windows 7 zurück. Laden Sie das Dienstprogramm herunter und installieren Sie es. Wählen Sie in diesem Stadium der Installation für mich installieren. In dem sich öffnenden Fenster nehmen Sie folgende Einstellungen vor, markieren Sie die erste Option, gehen Sie dann zu Explorer und wählen Sie die folgende Option aus der Liste Win 7 Toolbar. Deaktivieren Sie diese Punkte, Glimmer Effekt, klassische Leiste. Öffnen Sie dann den Abschnitt Erweitert und passen Sie die Transparenz an und schließen Sie dann das Dienstprogramm. Als nächstes müssen Sie die Taskleiste an den oberen Rand des Bildschirms verschieben. Lösen Sie sie und ziehen Sie sie mit gedrückten linken Maustaste nach oben. Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf das Bedienstfeld und öffnen Sie Eigenschaften, ändern Sie hier die Größe der Symbole aus S. Der nächste Schritt ist die Installation des Dienstprogramms LeftSider. LeftSider ist ein einfaches Dienstprogramm, um die aktiven Schaltflächen in der Titelleiste des Fensters auf die rechte Seite des Explorers zu verschieben. Gehen Sie in den Download-Ordner und öffnen Sie das zuvor entpackte Verzeichnis. Kopieren Sie diesen Ordner mit dem Dienstprogramm in dem Startverzeichnis des Systemlaufwerks. Öffnen Sie den Ordner und erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop.
Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und öffnen Sie das Fenster Ausführen, schreiben Sie den folgenden Befehl Shell ab und klicken Sie auf OK. Verschieben Sie die Programmverknüpfung von Desktop in den geöffneten Ordner und blenden Sie die Symbole aus. Wechseln Sie in den Ordner mit dem Programm und starten Sie es. Nach dem Start werden die Schaltflächen in der Kopfzeile des Fensters auf der linken Seite angezeigt. Als nächstes müssen die Kursor geändert werden, indem die macOS-Kursor installiert werden. Wechseln Sie in das Verzeichnis mit den Dateien aus dem ZIP-Archiv und öffnen Sie den Ordner mit dem Kursor. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei Install.inf und wählen Sie Installieren. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop und öffnen Sie Personalisierung, Themen, Mauszeiger. Wählen Sie hier aus der Drop-Now-Liste die zuletzt installierte Version, Übernehmer und dann Ja und OK. Kursor geändert, gehen Sie zum nächsten Ordner mit Symbolen Mixer. Kopieren Sie den Ordner Mixer.log.cons in das Stammverzeichnis des Systemlaufwerks. Dann müssen Sie die Software MinDocs Finder herunterladen. Dies ist eine Komplettlösung von chinesischen Entwicklern, die die meisten Elemente des Windows Desktop maskiert und fehlende Module von macOS hinzufügt. Der Quellcode des Programms ist auf GitHub verfügbar. Entpacken Sie es und verschieben Sie es in das Stammverzeichnis Ihres Laufwerks. Dann gehen Sie zum Verzeichnis MyDoc und kopieren es in das Stammverzeichnis des Systemlaufwerks. Gehen Sie zu diesem Ordner, der sich auf dem Systemlaufwerk befindet, und führen Sie die Datei MyDoc.exe aus. Wenn Sie bei der Ausführung eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie Microsoft Visual C++ und dann MyDoc erneut ausführen. Installieren Sie das Lichtthema, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Panel und öffnen Sie Präferenz, wählen Sie Leicht auf der Liste. Gehen Sie dann zu erweiterten Einstellungen, scrollen Sie nach unten und wählen Sie hier aus der Dropdown-Liste MacDoc, OK und OK. Öffnen Sie die Einstellungen erneut und markieren Sie Autostart. Dann in Advanced, dann on Windows Borders of Prevent Blocking Windows, das Fenster blockiert werden. Unter Monitor können Sie Systemanzeigen in die Menüleiste angefügt werden. Sie können eine Anzeige des Prozessors aus Leistung, des Arbeitsspeichers, der Grafikkarte und des freien Speicherplatzes auf dem Laufwerk anzeigen. Es gibt auch viele andere Einstellungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen ändern können. Nach dem Neustart sieht der Desktop Ihres Windows PKs so aus wie unter macOS. Einer der Nachteile ist, dass Launchpad-Symbole manuell hinzugefügt werden müssen. Um ein Symbol zu entfernen oder dem Launchpad hinzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, Symbol hinzufügen. Ziehen Sie das Symbol in dieses Fenster und klicken Sie auf OK. Um es zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und dann auf Löschen. Sie können Ordner und Programmverknüpfungen in die Taskleiste verschieben. Als nächstes werden Sie für eine noch genauere Umwandlung ein Uhren-Widget auf dem Hauptbildschirm installieren. Dazu verwenden Sie das Rheinmeter-Widget und einen Uhren-Skin dafür. Laden Sie das Rheinmeter-Widget herunter und installieren Sie es.
Die Fürskin für dieses Widget ist gleich von der Website DevArt. Starten Sie die Installation des Widgets, deaktivieren Sie das Kontrollkettchen, Apple Inside Layout und klicken Sie dann auf Installieren. Ziehen Sie den Ordner per Drag und Drop auf die Verknüpfung, um ihn in den gewünschten Pfad zu kopieren. Oder folgen Sie diesem Pfad und kopieren Sie das Verzeichnis hierher. Starten Sie RheinMeter. Öffnen Sie die Registerkaste Lloyds. Klicken Sie hier auf Refresh All. Markieren Sie macOS und klicken Sie auf Laden. Die Uhr wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt. Sie können die Position und Größe des Widgets durch Drehen des Mausrades ändern. Es gibt auch ein macOS-Hintergrundbild im Katalog des ZIP-Archivs. Sie können es als Desktop-Hintergrund festlegen. Rechtsklick, als Desktop-Hintergrund festlegen. Mit dieser Einstellung können Sie das Apple-Menü und das Windows-Menü gleichzeitig verwenden. Wenn Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf dieser Stelle klicken, wird das Apple- oder Windows-Menü ausgerufen. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, wird das Apple-Menü geöffnet. Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, wird das Windows-Menü geöffnet. Um die Einstellungen für die Systemstellung rückgängig zu machen, laden Sie einfach einen Wiederherstellungspunkt. Öffnen Sie dazu Start, Einstellungen, über System, Systemschutz, Wiederherstellen. Klicken Sie dann auf Weiter, wählen Sie einen Wiederherstellungspunkt aus der Liste, Weiter, Fertigstellen und Ja, um die Systemwiederherstellung zu starten. Dadurch werden die Windows-Dateien und Einstellungen vorbereitet und wiederherstellt und nach dem Neustart befindet sich Ihr PC wieder in seinem vorherigen Zustand. Wenn Sie einige Einstellungen nicht geändert haben, löschen Sie alle Ordner, die während des Setup-Prozesses kopiert wurden und die installierten Programme. Um die Icon zu ändern, öffnen Sie den Ordner aus dem zuvor heruntergeladenen Archiv und starten Sie die ZIP-SP-GUI. Klicken Sie hier auf Wiederherstellen, Restore, OK und Yes. Wenn Sie fertig sind, ändern Sie sich Symbole. Um Änderungen am Erscheinungsbild des Windows-Betriebssystems rückgängig zu machen, ohne das System zurückzusetzen, gehen Sie folgt vor. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Benin-Feld Präferenz. Deaktivieren Sie das Kontrollkettchen Auto-Start beim Button. Und beenden Sie dann Mein Dock, Enter Programm Utility. Ändern Sie die Größe der Taskleiste und verschieben Sie sie nach unten. Gehen Sie zu Programme deinstallieren, suchen Sie in der Liste nach Start All Bock und deinstallieren Sie es. Und dann deinstallieren Sie RheinMeter. Ändern Sie nun die Ordnersymbole, indem Sie das Dienstprogramm 7SP ausführen und drücken Sie im sich öffnenden Fenster auf Wiederherstellen. OK. Starten Sie das System neu und installieren Sie Left-Side. Öffnen Sie dann Fenster ausführen, führen Sie den Befehl Shell Startup aus und entfernen Sie die Programmverknüpfung. Starten Sie anschließend dem Tool. Markieren Sie Hoc System Setting und Hoc Logon Tool und klicken Sie auf Deinstallieren.
Deinstallieren Sie die Software von dem Laufwerk. Starten Sie Ihren PC neu und löschen Sie alle verbleibenden Ordner auf Ihrem Laufwerk C, die während der Einrichtung kopiert wurden. Rufen Sie den folgenden Pfad auf und löschen Sie die macOS-Themen aus diesem Ordner. Wie Sie sehen können, sieht das System nach der Einrichtung genau wie macOS aus. Wenn Sie die meiste Zeit mit macOS arbeiten und gelegentlich Windows verwenden müssen, können Sie MyDoc Finder und andere Tools installieren, um sich schneller an dieses Betriebssystem anzupassen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.